Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich ist schon deutlich geworden in der Debatte, dass es hier mitnichten, auch bei dem Antrag mitnichten, um den Fall Deniz Yücel geht, sondern es geht um eine Haltung, die in düsterer Art und Weise uns hier deutlich geworden ist, von dem, was die Kolleginnen und Kollegen der AfD zu Pressefreiheit und derlei mehr denken. Es gibt aber auch den Anlass, und das ist das Schöne an der Debatte, festzustellen, dass eine übergroße Mehrheit dieses Parlaments es anders sieht. Das ist sozusagen die positive Botschaft, die mit der Debatte auch verbunden ist. Und es ist, naja, man hat so ein klein bisschen Gefühl dafür, was die Redner so sagen. Und das ist auch gut so. Dann, wenn wir über Haltung reden und wenn wir über die Frage am Ende des Tages reden, wie wir uns unser Deutschland vorstellen, denn darum geht es, dann will ich sagen, ich stelle mir ein Deutschland vor, wie es eben im Jahre 2018 ist. Nicht in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, nicht in den 50er und schon gar nicht in den 30er oder 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern eben ein heutiges Deutschland. Und ich möchte in einem Deutschland leben, in dem unsere Jungs in der Fußballmannschaft, Cem Özdemir hat das angedeutet, eben ganz selbstverständlich Müller, Kimmich oder Draxler heißen, aber genauso selbstverständlich eben Özil, Khedira oder Boateng. Und wenn sie bei mir in der Nachbarschaft wohnen, dann gefällt mir das auch ausgesprochen gut. Und ich möchte in einem Land leben, in dem es eben tolerant und weltoffen zugeht. Ja, und genau deswegen soll das auch so bleiben. Und genau deswegen müssen wir hier auch ziemlich deutlich werden. Denn wir müssen unsere politische Arbeit doch darauf richten, Teilhabe von Menschen zu ermöglichen, Menschen beim Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen, an Bildung, Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, Kunst und Kultur, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Ich möchte in einem Deutschland leben, in der unterschiedliche Lebenskonzepte, Familien- und Beziehungskonzepte möglich sind. Doch um all diese Fragen geht es. Wie sieht dieses Deutschland eigentlich aus? Ich möchte in einem Land leben, in dem Meinungsfreiheit herrscht, in dem Freiheit von Kunst und Kultur geachtet und geschützt wird, in dem Pressefreiheit respektiert und geschützt wird. Und ich möchte in einem Land leben, in dem Journalisten, Satiriker, Kritiker, Querdenker, Kabarettisten ihre Arbeit frei machen können. Frei machen können, wo sie zuspitzen können, wo sie provozieren können. Und zwar egal, ob das jetzt Dieter Nuhr aus Wesel oder Deniz Yücel aus Flörsheim ist. Das ist nämlich ein hessischer Bub, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD. Mir muss das übrigens auch nicht alles gefallen, was diese Kabarettisten sagen. Darum geht es überhaupt nicht. Ich muss mir das auch nicht zu eigen machen. Ich muss da nicht bei allem jubeln. Und auch ist klar in unserem Land, wer in der Ausübung seiner eigenen Rechte, seiner Freiheitsrechte, seiner künstlerischen Freiheit andere Rechte verletzt, der muss sich dafür auch verantworten. Auch das ist klar. Aber das ist eine Frage, die im rechtsstaatlichen System rechtsstaatliche Stellen zu klären haben und nicht politische Reglementierung hervorrufen darf. Ich jedenfalls will in einem Deutschland leben, das nie wieder auch nur in den Verdacht kommt, dass politische Zensur zulässig sei. Und um das klarzumachen, es geht Ihnen nicht um den Fall. Es geht Ihnen um Ihre Haltung. Eine, die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit mehr oder weniger subtil infrage stellt. Und dazu kann ich Ihnen abschließend zwei Sachen sagen. Das eine, das ist unanständig und erbärmlich. Und das zweite, es wird auf unseren Widerstand stoßen. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Volker Ulrich hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.